Hallo, eine Portfolioanalyse schnell und einfach in Kugis durchgeführt. Wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen heute. Mein Name ist Andreas Maat und ich bin Leiter der Serviceabteilung der WKUGIS in Wien. Aber zunächst, was verstehen wir unter einer Portfolioanalyse? Damit können Standorte oder Gebiete hinsichtlich deren Potenzialausschöpfung analysiert werden. Ich habe die BTG-Matrix mitgebracht. Wir sehen hier auf der X-Achse das Potenzial und auf der Y-Achse die Performance. Somit kann ich über den Quadranten herauslesen, welche Gebiete meine Stars sind, also die Gebiete mit hohem Potenzial und hoher Performance. In welchen Gebieten hätte ich ein hohes Potenzial, habe aber nur eine geringe Performance, die Question Marks. Die Gebiete mit geringem Potenzial und hoher Performance sind meine Cash Cows und die Poor Dogs, die weder noch haben. Aber schauen wir uns das nun konkret in QGIS an. In einem handelsüblichen GIS kann ich die Daten immer nur eindimensional visualisieren. Ich habe das hier auf Basis meines Potenzials, des Einwohnerpotenzials auf Postleitzahlebene gemacht. Je dunkler die Postleitzahl eingefärbt ist, desto höher ist das Potenzial. Das gleiche kann ich auch mit der Performance machen. Hier mit dem Umsatz 2019 auf Postleitzahlebene. Je dunkler die Postleitzahl ist, desto höher ist meine Performance in dem jeweiligen Gebiet. Aber nun möchte ich die Postleitzahlen gerne kombiniert analysieren. Nach Einwohnerpotenzial versus Umsatz 2019. Um das machen zu können, hat die WKUGIS extra die Matrixanalyse programmiert. Ich klicke hier auf Matrixanalyse. Es öffnet sich das Fenster und dann kann ich den Analyselayer festlegen. Das sind meine Postleitzahlen. Ich muss das Feld mit den Potenzialwerten definieren, das Einwohnerpotenzial, die Performancewerte, das ist das Feld mit dem Umsatz 2019. Und dann kann ich den Matrix-Typ auswählen. Ich kann hier eine 2x2 oder 3x3 Matrix nach Quantilen oder individuellen Klassen berechnen. Ich mache der Einfachheit halber mal eine 2x2 Matrix nach Quantilen Klassengrenzen und starte die Berechnung. Und nun werden die Postleitzahlen entsprechend eingefärbt. Wir sehen hier rechts die Legende, das heißt in dunkelgrün, jene Postleitzahlengebiete, die meine Stars sind, oder in orange jene Postleitzahlengebiete, die ein hohes Potenzial hätten, aber nur eine geringe Performance aufweisen. So, das war's auch schon. So funktioniert die Portfolioanalyse in QGIS. Mehr Informationen findet ihr in unserem WKUGIS-Kanal. Einfach vorbeiklicken und weitere Videos anschauen. Servus!